Hallo und willkommen zu meinem Video über die neue Kryptobörse bei iCorruption. Erstmal ist die bisher nur in der Desktop-App verfügbar. Die muss man sich runterladen. Und dann sieht man hier, gibt es einmal Börse und einmal Krypto. Das ist der normale Kryptohandel. Das ist die Kryptobörse. Der Unterschied ist ganz einfach. Bei der Kryptobörse wird ein realer Kauf getätigt. Wenn ich also hier Bitcoin Gold kaufe, dann kann ich mir das Bitcoin Gold auch woanders hinschicken lassen. Auf ein anderes Wallet. Wenn ich hier Bitcoin Gold kaufe, dann ist es lediglich zum Handeln auf der Plattform. Ich muss es erst wieder hier verkaufen, bevor ich mit dem Geld irgendwas tun kann. Das ist der Hauptunterschied. Ein weiterer Unterschied, der sehr interessant ist, ist hier das Orderbook, so wie hier die neuesten Transaktionen. Hieran kann man die Marktmentalität gerade ein bisschen erkennen. Desto mehr grün hier ist, desto eher wird der Preis demnächst steigen. Desto mehr hier rot ist, also Verkaufsposition, desto eher wird er sinken. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den sieht man hier oben. Und zwar, ich guck mal kurz, ob man das noch umstellen kann. Ach nee. Schade. Da sieht man hier das Volumen, was auf dem jeweiligen Kurs zum Handeln bereitsteht. Da kann man auch erkennen, dass der Preis dass das Volumen nach oben hin zunimmt. Das heißt, es ist schwerer für den Preis zu steigen als zu sinken momentan. Das Ganze kann man mit einer horizontalen Linie sich zum Beispiel markieren. Da ist zum Beispiel, sagen wir mal, 9,5 ist ein ganz gutes Ding. Na? Ist hier oben irgendwo. Das ist jetzt erstmal zu weit weg. Dann nehmen wir das 9,2. Das ist das Relevanteste momentan. 9,247. Haben wir etwa hier. Das ist schon bei 5 gut. Warum geht das nicht? Nee, ich will nicht kaufen. So, da sehen wir so, zum Beispiel hier bei 9,255. Das stelle ich hier mal kurz ein. Gut, das ist jetzt ein bisschen drunter, das ist nicht schlecht. Sehen wir hier die nächste Verkaufszone. Verkaufszone, genau. Und hier bei 9,171. Da ist das nächste Verkaufssegment, der nächste Verkäufer. Können jetzt nochmal den nächsten einzeichnen, zum Beispiel. Der ist bei 9. Das ist dann circa hier. Also irgendwie spinnt die bei mir gerade ein bisschen. So, der ist bei 9, also circa hier. Hier ein bisschen drüber. Und sieht man hier den Unterschied zwischen der Position und der Position. Alle zusammen sind nicht besonders groß. Hier könnte man die nächste jetzt noch bei 500 einzeichnen. Das wäre jetzt außerhalb dieses Gebiets. Wenn die hier also durchbrochen wird, dann wird der Preis sehr schnell bis zu 500 steigen. Das sieht man hier schon. Daher auch hier diese großen Sprünge. Das gleiche gilt hier. Wenn der Preis unterschritten wird, dann wird sehr schnell der Preis erreicht. Eigentlich sofort. Und wenn der Preis unterschritten wird, wird der sofort erreicht.
Das kann man, wie gesagt, ganz gut benutzen, um die Marktentwicklung etwas vorher zu sehen und abzuschätzen. Gerade für Support und Resistance ist das toll. Und lässt sich schön nutzen. Man kann hier mit dem Plus auch den Bitcoin-Preis hier einstellen und dann eine Pending Order machen. Hier zum Beispiel. Das heißt, wenn der Preis hier runter sinkt, also wenn der hier noch verkauft wird und der auch noch, dann bekomme ich mein Geld hier. Das ist hier noch niemand dazwischen. So. So, um das Ganze auch zu einer vollwertigen Börse zu machen, kann man, wenn man hier draufklickt und auf alle Seiten anzeigen geht, haben wir hier auch die verschiedenen Wallets für die verschiedenen Währungen. Wir können also zum einen Kryptowährung einzahlen und zum anderen, wenn wir sie getradet haben, auch auszahlen. Also wie man sieht, OTN habe ich zum Beispiel 0,6, die habe ich mir hier getradet, kann man sagen. Damit kann man von nun an mit allen möglichen Kryptowährungen bei Q-Option einzahlen, die hier verkaufen und danach kann man dann auch die anderen Assets handeln, wenn man will. So, ich bedanke mich vorerst fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video.